Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist Mittwoch. Yes, genau. Wobei ganz ehrlich, heute musste ich mich richtig am Riemen reißen, weil ich null Bock hatte. Also nicht, dass ich euch nicht irgendwie ein schönes Video kredenzen wollte, aber wisst ihr, wenn kommst du aus dem Urlaub, dein ganzer Tisch liegt voller Arbeit, du hast keinen Bock, ist alles Kacke, deine Elli. Oh, fürchterlich. Also irgendwie läuft's. Oh, träge, zäh. Dann hab ich mir in mein Auto in den Reifen einen Nagel reingefahren. Nicht, dass bei dem scheiß Mini diese Runflat super Hochgeschwindigkeitsreifen 200 € kosten. Nö, sie kosten 200 €. Ey, wegen so einem bepissten Nagel. Ich bin ausgerastet. Oh, jetzt mag ich die Winterreifen erstmal wieder drauf. Hat der jetzt davon der Nagel? Aber gut, das wolltet ihr alles gar nicht wissen. Warum gibt es heute ein Video? Nein, warum nicht? Weil heute Mittwoch ist. Das sagte ich, glaube ich, schon. Oh, sagte ich übrigens, dass ich kein Gold mehr habe? Guck mal hier, ich habe absolut kein Gold mehr. Wink mit dem Zaunpfahl. Kleiner Scherz am Rande. Nein, ich muss irgendwie wieder zu Gold kommen. Es hilft alles nichts. Es ist alle. Und zwar, es ist gründlich alle. Es ist so richtig gründlich alle. Jetzt aber, thematisch. Was gab es gerade im Shop? Es gab den Bulldog. Und zwar den deutschen Bulldog, den Premium Tank. Und zwar leichter Kampfpanzer M4190 GF. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht informiert, weil ich überlege mir gerade, warum? Ist der Bulldog amerikanisch? Ein deutscher Tank. Warum? Warum, warum? Kann ja eigentlich nur ein Beutepanzer oder sowas gewesen sein, den die irgendwie im Laufe des. Oder kam der? Nee, warte mal. Warte mal. Der Bulldog war ja Nachkriegspanzer, glaube ich. Den hat der. Der steht ja auch im Panzermuseum. Stahl auf der. Ich springe. Also er steht im Panzermuseum. Also muss er nach Dritte Reich gekommen sein. Ergo, alles in Ordnung. Haben die Amerikaner halt gesagt, hier hast du den Bulldog, kannst du in die Bundeswehr reinnehmen. Denke, so war's. Habe ich mir jetzt gerade hergeleitet. Stahl auf der Heide. Macht euch doch mal schlau, ob ihr Bock habt. Nein, ich möchte jetzt kein Team mit ihm machen. Ob ihr Bock hat, zu Stahl auf der Heide hinzukommen. Das ist irgendwie am Ende des Sommers. Und ich werde da nämlich hinkommen. Und ich gucke gerade mal, ich würde da gerne einen Beitrag irgendwie drehen über Stahl auf der Heide. Und es wäre doch lustig, wenn ihr auch Bock habt, dorthin zu kommen und wir uns dann dort alle mal treffen. Ich denke mal, so der harte Kern von uns wird wahrscheinlich irgendwie ein Ferienhaus oder sowas nehmen. Und man könnte sich aber auf der Veranstaltung, wenn ihr da in der Nähe wohnt und auch Bock habt hinzugehen, und ich meine, Munster Panzermuseum, Stahl auf der Heide ist immer ein Event. Überlegt euch das mal. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ja, also dieser Tank, den gibt es noch. Bis Ende des Monats, glaube ich, im Webshop. Und kostet 25 €. Finde ich akzeptabel. Ich fahre sowieso gerne Lights. Der Bulldog war ein geiler Tank. Und jetzt hat er sozusagen, ist er ausgestattet nicht mit der Magazinkanone, sondern mit der 90 mm Kanone. Und die Werte sind in Ordnung: 182 Penetration, 240 Alpha. Da gibt es nichts zu mäkeln. Das kann man einfach mal so kaufen, das Ding. 25 € ist, finde ich gut. Finde ich gut. Problematisch bei mir war nur wieder, ich habe keine Crew. Zum Glück hatte ich noch einen Kommandanten, den ich da umformen konnte, der sechsten Sinn wenigstens hat. Der Rest der Crew ist nicht so wirklich irgendwie schon weit. Ja, deswegen ist so ein bisschen, läuft bei mir auch noch nicht das Auto. Definitiv noch nicht. Ist auch ein Grund, warum ich heute kein Game von mir zeige, sondern ein Game vom Lotte, von den Wildgänsen. Habe ich nämlich gefunden auf dem Server und das fand ich ganz lustig. Ist so eine Mischung aus supergeiles Game und Let's Fail. Da haben wir noch was zu lachen nachher. Jo, was tue ich da? Reinmachen, tun, Vertistabil, Gunrammer und, aber das werde ich rausnehmen, weil in dem macht das wirklich keinen Sinn, das Scherenfernrohr. Da werde ich die Optics reinpacken, weil Scherenfernrohr, mit dem Ding stehst du einfach wirklich nie. Das hat nämlich hier eine kleine Höchstgeschwindigkeit, die zu beachten ist von 72. Und das Ding geht also ab wie Schmitz-Luzi.
Und insofern, ja, machen sich die Optics da deutlich besser, weil man, ja, ihr kommt in Tier 9 und Tier 10. Was anderes werdet ihr ausgesprochen selten sehen, weil der so gematcht wird. Und ja, ist aber in Ordnung. Also kann man durchaus, wenn man Lights spielen kann, kann man mit dem durchaus was reißen. Ja, was ich immer wieder geil finde, sind diese Wargaming League Lackierungen. Das hat ja auch hier wieder den Effekt, dass ihr automatisch eine Tarnung habt. Ihr müsst keine Tarnung mehr kaufen, beziehungsweise ihr könnt keine Tarnung mehr kaufen, weil das halt diese Special-Lackierung hier schon drauf hat. Finde ich nebenbei sehr, sehr geil. Ein Tank, der einfach nur schwarz ist und mit Aufschrift drauf. Finde ich cool. Jo, sonst gibt es da eigentlich nichts weiter zu dem Ding zu sagen, außer ihr könnt es euch noch kaufen. Normalerweise mache ich die Videos ja immer, wenn man es nicht mehr kaufen kann. Insofern finde ich ein gut faires Angebot. Wer Lights mag, schlagt zu. Und ja. Schauen wir uns doch mal an das Game vom Lotte, oder? Bis gleich. So, da sind wir schon in Tundra. Und Tundra mit einer Siegchance von 62%. Das ist ganz in Ordnung. Wir gucken uns das mal an. Die Top-Tiers, unser Top-Tier, beziehungsweise Lottes Top-Tier ist nicht wirklich gut. Ein Beginner und der Gegner Top-Tier ist deutlich besser. Naja, dafür ist der Centurion. Also bei den Tanks, bei denen es drauf ankommt, naja, klar. Fangen wir mal an. Was kann man denn in Tundra? Ja, kannst du in Tundra machen? Mit dem Light, ich weiß nicht, man konnte früher hier irgendwie hier an der Brücke irgendwie spotten, damit du hier drüben aufmachen kannst. Boah, ich weiß nicht, Tundra ist. Boah. Hallo T37, alles klar? Tundra ist in meinen Augen schwierig, so richtig zum Spotten ist da. Ich sehe auch immer zu, wenn der Gegner nicht so viele Mates hat. Oder langsamer Mate, sehe ich zu, dass ich auf den Hill komme. Das sagt sich hier die Lotte auch. Und sein Counterpart, der ist hier auch schon auf dem Weg drauf. Lässt sich aber, ist interessant, lässt sich irgendwie verschrecken und macht jetzt hier wieder den Weg nach unten. Frisst dabei ultra hart irgendwie und ist dann damit auch schon wieder Geschichte. Also, ich würde mal sagen, Gegner ist am Berg gefailt. Gut, steht jetzt da unten. Kannst du, also du kannst hier natürlich, du kannst hier natürlich am Berg hier auch hinfahren, hier vorne an die Ecke und hier rüber snipen. Aber ist immer ein bisschen gefährlich an der Ecke hier, weil nicht nur die da drüben können auf dich schießen, sondern auch wer hier hinten steht. Ne? Und deswegen muss man sich auch gut überlegen. Neuerdings hatte ich hier auch ein paar Mal gestanden. Das war auch ganz nett, weil du da den Berg hast und da runter hast. Ja, muss man immer mal. Lotte hat sich auf jeden Fall überlegt, ich werde dich jetzt einfach mal weiblich taufen. Lotte, ich kenne nämlich eine Katze, die heißt Lotte und das ist eine Katze und kein Kater. Ja, bleibt hier oben auf dem Berg, um hier zu defenden sozusagen gegen den Spick, der hier nämlich kackfrech einfach ja, zum Gegner, nämlich zu uns rüberfährt, das zwar auch mit dem Leben einbüßt. Ach, nebenbei sehe ich jetzt gerade erst. Keine Arti. Das ist doch mal eine feine Sache, weil dann kann man sich nämlich hier oben am Berg noch viel ungezwungener aufhalten. Denn hier stehend ist ganz schön Arti gefährlich, weil die ja im Allgemeinen hier hinten sich aufhält. Ja. Was kannst du denn mit dem Light hier? Ja, du kannst eigentlich meiner Meinung nach mit dem Light auf der Karte kannst halt immer nur irgendwie sehen, dass du irgendwo mit reinhalten kannst. Und naja, wir gucken auf die Minimap, was hier geschieht. Hier sind schon wieder etliche Tanks, die irgendwie nicht mehr offen sind. Und es wird sich gleich auch zeigen, was die nämlich in Schilde führen. Die haben nämlich unsere Jungs hier dann irgendwann so richtig gemütlich eingekreist. Und das ist natürlich immer ultra, ultra kacke, wenn sowas passiert, weil Zangenbewegung schafft Konfusion. Und ja, großes Glück. Also ehrlich gesagt, ich wäre vor einem Centurion 7-1 so fröhlich auf und ab gefahren, hat es meiner Meinung nach richtig Lack, dass der Centurion nur die kleine Gun drauf hat. Das hat dir HP gespart auf jeden Fall. Ha! Da sind sie! Wir gucken auf die Minimap. Kack-Situation. Ausgesprochen kacke.
Denn wenn Sie jetzt wollen, können Sie das Team da oben am Berg so richtig in die Zange nehmen. Ja, schöne Sache mit der Physics. Man sieht andere Sachen und sliden. Also sliden kann der natürlich ultra gut. Der Move hat mir jetzt was heißt einigermaßen? Der hat mir richtig gut gefallen, weil wenn du dort jetzt hinten mit denen kämpfen gehst, ja, hier zum Beispiel hin, da kriegst du so hart auf die Fresse, weil an der Ecke drehen die sich einfach nur um und fahren dir hinterher und du bist völlig verratzt. Also insofern ist manchmal besser, eine Ecke aufzugeben, anstatt dort dann zu sterben. Denn von hinten kann man meistens defensiv dann irgendwie doch noch mehr veranstalten. Nebenbei, ganz komische Sache, guckt euch den Berg weiterhin an. Die hätten den Berg einfach rushen können. Also der Gegner hätte einfach den Berg platt machen können. Da gäbe es kein Wenn und Aber. Es hätte keine 2 Minuten gedauert, dann wären unsere am Berg völlig Fritte gewesen. Die lassen sich da sehr viel Zeit. Naja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Tiger 1 denkt sich so, warte mal, der Turm, den ich drauf habe, den kann man zum Drehen benutzen, muss man aber nicht. Jo, Tiger 1 vorzufahren, wieder Schweineglück, dass der Tiger 1 irgendwie die kleine Gun drauf hat. Aber ist natürlich insofern scheiße, weil man frisst hier zu viel. Man frisst zu viel. Gut, Tiger hat er weggekriegt, aber naja. Naja, 2600 Schaden. Ja, schön, der hat aber gewonnen. 2900 Schaden raus und erst Hälfte des Lebens verloren. So geht ja eigentlich noch. Hier muss jetzt. Ja, hier haben wir jetzt eigentlich mal den Klassiker. Wie kann man ein Leid loswerden, wenn man ein Hindernis hat? Ich predige euch ja immer. Seht zu, dass ihr irgendwie mit dem 8-8er vor der Nase rumzufahren, ist auch ein Spiel, was man machen kann, aber nicht machen muss. Genauso Type 4 schwer. Oh, Alter, wenn der die HE-Knifte drauf hat, ich weiß gar nicht, ob der Type 4 schwer hat der noch. Egal. Die kommen wahrscheinlich alle mit dem HE bei der Scheißpanzerung von dem Teil hier. Vorne, hinten, oben und unten durch. Gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Nebenbei, all das, was ich mir an Videos schon angeguckt habe und was ich bis jetzt so selber erfahren habe, trotz 0,38er Präzision, eigentlich eine geile Gun. Also kann man nicht anders sagen. Da, du liebst es echt knapp, ne? Also das fällt mir nachher auch noch öfter mal auf. Immer diese Schüsse zu locken vom Tiger 1 kann halt eben auch mal bedeuten, dass man sich 250 einfängt. Denn man kann nicht immer von ausgehen, dass der Gegner die kleine Gun drauf hat. Ja, Type schwer. Kann auch mal der Schuss einfach in der Seite nicht durchgehen. Geht. Durchaus. Kann man. Oh, selten. Selten habe ich in einem Let's Play wirklich so mitgefiebert und so gesteuert von Füßen her. Auch der Kollege ist irgendwie schon. Ach, auch das? Alter Falter, ey. Du liebst es auf jeden Fall spannend. Das muss man mal so sagen. Ja. Seite vom Type 4 schwer geht, aber. Zoom. Ich würde zoomen. Wer zoomen kann, ist schwer im Vorteil. Denn, ja, der Type 4 ist natürlich in einer Kacksituation jetzt. Weil ein bisschen zu viele Gegner um ihn rum sind. Das ist hier jetzt ein schönes Beispiel, was ein Tank mit einem guten Tarnwert so alles tun kann. Denn er geht nicht auf. Das ist eine schöne Sache. Wirklich eine sehr schöne Sache. Eigentlich ist hier gar nicht so furchtbar ultra viel Buschwerk dazwischen. Ne? Und trotzdem geht er nicht auf. Dieser umgekippte Baum da, der kann ja jetzt nicht den Tarnwert des Herrn machen. Genau, schön blind nochmal reingeschossen. Geht wunderbar. Knappe Sache, 11-11. Der Leo ist zwar One-Shot, aber der T34 ist auch noch da. Der hat jetzt zwar gerade geschossen, aber die können ihm natürlich mit 500 Leben auch ja, bei Bedarf selbiges Lebenslicht auspusten. Hat was hat. Eigentlich hat der eine Mörder. Das ist wieder so die Sache. Lotte, ich glaube, du solltest dir abgewöhnen,
vor den Kanonen der Gegner immer so spazieren zu fahren. Weil das kann man zwar machen, aber du hast ja dafür schon einigermaßen heftig viel eingefangen. Was da pfiff doch eben auch schon wieder ein Schuss vorbei. Aber nebenbei ein ziemlich geiler, bestialisch kurzer Reload, ne? Also ich glaube 5, irgendwas Sekunden mit Gunrammer. Ja, jetzt kommt das ist jetzt das finale Schicksal. Dank Reload-Timer, den man ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, den man legal haben kann, sieht man hier natürlich, wann der KV-3 geschossen hat, aber jetzt hat er geladen. Und ehrlich gesagt, jedes Mal, ich so, nein, zurück, das funktioniert nicht mit dem Schüssellocken. Also ich meine, ja, es funktioniert, jetzt aber weg da, du bist hinterm Stein festgenagelt, nicht zurück, fahr vor, vorfahren, nein. Hä? Hä? Was war das denn? So, deswegen mein Beitrag dieses Mal in der Auswahl. Sehr geiles Game. Ich meine, mit dem Hobel 6.500 Schaden machen muss man auch erstmal nachmachen. Aber hinter dem Stein hattest du nichts mehr verloren. Es war dir einmal gelungen, den zu verarschen. Und nach diesem Verarschungsversuch hättest du durchstarten müssen nach vorne und wärst hinter diesem vermaledeiten Stein weg gewesen. Weil, ehrlich gesagt, ich würde mal sagen, du hast das Game weggeschmissen damit. Denn, ja, der T34 ist low. Du hättest es machen können. Du hättest es machen können. Und der, ja, naja. Der T10 alias IS-8. Ja. Oh. Oh. Der hat es nicht gemacht. Schade. Wirklich schade. Aber ich meine, wir lassen uns diese hohe Leistung einfach nochmal in den Postgame-Stats auf der Zunge zergehen. Bis gleich. Die Feed. Das hättest du besser gekonnt. Aber wahrscheinlich hast du dich genug selber geärgert. Und jetzt nehme ich das Ding auch noch und mach's öffentlich. Oh. Ja, hättest du nicht hochladen dürfen. Dann war es öffentlich. Naja, wie auch immer. Ich meine, jeder von uns macht mal Fehler. Sicherlich, das ist ärgerlich sowas, aber trotzdem eine gute Leistung, ohne Frage. Gemastert, High Kaliber und Top Gun. Ich meine, das sagt schon aus, das sind schon drei Faktoren, sage ich mal. Wenn du mit einem Light High Kaliber in einem 9er Game machst, dann hast du schon eine geile Leistung abgerufen, ohne Frage. Also, achso, war ja schon sortiert. Guck mal, er hat nicht nur die höchste Leistung im eigenen Team, sondern auch vom Gegnerteam. Und nicht nur das, sondern fast von den ersten beiden zusammen. Also, super, super Sache, Lotte. Aber du hättest das Ding halt eben auch gewinnen können. That's for sure. Aber bei einem Lewis noch 112.000 Credits rauskriegen, ich meine, es ist halt auch ein Gewehr, Leitz fahren mag. Leute, das ist euer Tank. Ja, ist noch was zu sagen? Außer, dass es ein schönes Game war, du es weggeschmissen hast und ich bin so gemein heute. Nee, hat mir trotzdem gut gefallen. Deswegen ist es hier auch zu sehen. Jo, was bleibt noch zu sagen? Das war's wieder mal für diesen Mittwoch. Was wollte ich noch sagen? Ich habe kein Gold mehr. Denkt dran, wenn ihr Gold findet, schickt es mir. Ach Mensch, fast vergessen. Hallo Epix. Epix ist wieder da. Epix war auf Reise, auf Wanderschaft. Und jetzt ist er aber wieder da. Aber jetzt spielt er LOL. Naja, was soll's. LOL, dem konnte ich noch nie was abgewinnen. LOL, wie das schon klingt. LOL, LOL.